frisch aus dem 3D-Drucker, unser neu ausgedruckter Klinger, sogar mit unserem Logo schon drauf, Teil 1 und Teil 2. Da brauchen wir noch ein paar Verbesserungen. Konnten wir mit Julius nochmal ansprechen, dass er das Modell verbessert. Aber das können wir schon mal an unserer Tür anbringen. Das sind die Löcher. Und schauen, ob dieser Klinker funktioniert. Bevor wir das machen, ich würde gern auch noch in die Mitte kleine Streifen aus Gummi kleben mit Sekundenkleber, damit dieser Klinker nicht verrutscht auf die Seite und auf die kleinere Seite drauf. Damit Klinker nicht verrutscht, weil es wird schon regelmäßig betätigt werden und wichtig, dass es auch richtig fest sitzt. Also nichts mehr an die Tür und probieren wir alles aus. Und es ist unser Türklinker an unserer AG-Tür schon angebracht. Ich mache nur die Schrauben etwas fester. Und erster Test. Tür aufmachen, ohne Klinker, mit Finger zu berühren. Das funktioniert sehr gut. Wir werden diese Klinken auch, 3D-Modell auch online zum Download stellen. Und wir werden auch in der AG jetzt in der Zeit der Corona diese Klinker ausdrucken und verschicken an unsere Krankenhäuser, Apotheken, dort wo die Menschen arbeiten und die Ansteckungsgefahr noch groß ist. Das war ein kleines Projekt, Jugendforscht AG Neustadt an der Weinstraße. Ich habe jetzt die Schrauben angeschaut. Wir nehmen Löcher 5 mm breit. So, dann ziehen wir das mal klein. Die Einheit, habe ich ja schon gesagt, sind so schon in Millimetern. Also das Loch wird jetzt Millimeter groß. Hier ist jetzt ein ziemlich einfacher Part. Wir bewegen das jetzt hier so rein. Aber dann werde ich das jetzt erstmal zweimal kopieren, damit ich das ungefähr aneinander orientieren kann, also dass es auf derselben Höhe ist. Dann kommen hier auch noch zwei hin. So. Dann tue ich die mal hier so orientieren und die da hier orientieren. Und die jetzt haben wir schon mal die Trauben gefunden und bereite ich mich mal vor, nehmen wir diese. Das da hier sieht doch jetzt schon gut aus. Dann machen wir das mal kurz als Gruppe. Und zwar können wir jetzt die beiden auswählen und das genau in der Mitte orientieren. Und jetzt seht ihr, haben wir hier diese beiden Teile. Ich tue es nochmal einmal kurz umgruppieren. Nun kommen wir zum zweiten Teil der Platte. Die Rückseite der Platte. Dafür würde ich sagen, kopieren wir. Ich muss jetzt hier mal ein paar Mal umgruppieren. Und zwar gibt es ein paar Sachen, die wir benötigen werden aus diesem Shape. Und zwar nehmen wir erstmal hier diese Platte. Die kopieren wir uns, legen uns hier bereit und nehmen dann einen Quader und tun mit Hilfe von diesem Quader ein großes Stück von dem Würfel abschneiden. So, Typ Bohrung, so. So, jetzt habe ich hier oben einen Teil vergessen. Nicht so gut. So, das Ganze hier werden wir jetzt mal umkehren, das heißt minus 11,47 cm. Julius, wäre das nicht einfach, die Platte kopieren schon mit der Öffnung, die fertige Platte, die bitte? Bei uns? Wäre das nicht einfach, die Platte da vorne kopieren, die wir fertig gemacht haben und von sie abschneiden? Ah, stimmt, ja. Aber da muss die Öffnung allerdings auf der anderen Seite rausgucken, damit die Platten gut aufeinander liegen. Also du musst die Platte quasi jetzt umdrehen. Ja, quasi, ja. So, dann drehen in die andere Richtung. Ja, hier. Andere Richtung, genau. So, jetzt passen die Platten zueinander. Und ich kann es auch mal ganz kurz demonstrieren hier, seht ihr? Genau, ist die Platte jetzt zu kurz? Leg mal bitte rein, nochmal rein. Runter, schieben, stopp, von oben gucken. Wo ist die jetzt? Da. Die ist hier zu kurz. Wer hat so viel abgeschnitten?
kann sie einfach ziehen. Genau, ziehe ein bisschen Stück nach, damit noch weiter, bis die Schrauben, sonst kommen die Schrauben nicht. Ah, stimmt, ja. Aha. Ja, so. Und stopp. So? Genau. Jetzt umdrehen und die, nee, nicht umdrehen. Doch, umdrehen. Das muss ich jetzt kopieren? Nochmal umdrehen. Die Platte muss nochmal umdrehen. Warum? Sag ich dir später. Glaub's mir. Ja, ja. Und jetzt oben, genau, oben gleiche Element reinstecken, so wie die andere Platte. Genau, für die Klinke. Darum. Stimmt's oder stimmt's? Ja, Sergei hat recht. Naja, fast immer. Fast immer, ja. Damit ich mal orientieren kann. Das Problem ist, wir kriegen das wahrscheinlich mit dem Schrauben nicht so ganz 100% rein. Aber das kann ich ja. Ich habe ja jetzt eine Bohrmaschine, ich bin ein großer Junge, ich kann auch durchbohren. So, passt doch perfekt. Perfekt. Dann dann ziehen wir uns diese Form da drüben auch mal. Warte mal, es schwitzt. Hier hin. Dann müssten wir es noch in der Höhe anpassen. So, dann. Ja, passt eigentlich relativ gut. So, nun haben wir ja hier diese. Ich drehe das Ganze mal um, dann sieht man das besser. Ja. Wo ist das Drehteil? Hier. Shift drücken, damit sich in 45 Grad. In 45 Grad Schritten kriegt. So, jetzt brauchen wir noch hier einmal die Schrauben. Nee, wie gesagt, ich kann nicht das auch manuell durchbohren, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht genau reinpassen. Ja, okay, stimmt. Aber du musst jetzt so umdrehen, damit für den 3D-Druck am effektivsten ist. Das heißt, die Platten auf die Platte drauflegen und nicht in der Luft hängen lassen. Aber ich glaube, Sergei, ist es fast schlauer, wenn wir... Wenn wir stehen lassen? Ja. Okay. Weil sonst, weil die sind ja, die haben ja eine... Und dann müsste der ganz viele Stützstrukturen drucken. Okay. Okay, dann mach so, wie du es richtig hältst und dann machen wir jetzt eine Datei daraus und los geht's zum 3D-Drucker. Ihr klickt nun einfach auf Exportieren und dann STL ist einfach die schönste Datei. Diese könnt ihr nämlich im Cura und im Cura-Slicer ganz einfach öffnen.